Leute, die nicht entkommen. Ich wünschte, Mary May würde noch leben. Wenn wir uns mit den Highwaymen anlegen wollen, brauchen wir eine Festung. Aha. Hey, hallo, Ma'am. Hi, Ma'am. Du hast Glück, nach dem Unfall noch am Leben zu sein. Das mit dem Zugunglück tut mir so leid. Ganz im Ernst. In solchen Nächten werden Menschen... Also, normalerweise räumen die Highwaymen einen Ort leer und ziehen dann weiter. Aber die sind jetzt schon seit Tagen in dieser Kirche.
Das bedeutet sicher, dass sie auf der Suche nach etwas Wertvollem sind. Dachte, das interessiert dich vielleicht.
Essen gekackt. Hab drei Haie mit einem Hund jagen sehen. Der kleine Kleffer hat drei von denen fies gebissen, bevor sie ihn einfangen konnten. Er wird da drüben in der Schlachterei landen. Ich denke, dieser Hund verdient einen Hinrichtungsaufschub. Rette ihn. Nenne das Kuhhuhn. Scheiß Knorpel, das kotzt mich an. Ich sollte die Klinge schärfen. Dieses Jucken am Arsch, das kann doch nicht weggehen. Hat mich schon blutig gekratzt. Kann ein Huhn in einen Hund stecken? Ein Hund in einen Truthahn? Nenne das Kuhhuhn.
Ich habe schon Husky, Golden Retriever und mehr gegessen, aber noch nie ein Akita. Heute wird ein guter Tag. Ich sollte die Klinge schärfen, bevor ich den Hund schlachte.
Thank you.
hingekriegt? Herr arbeitet daran. Ja, alter Mann. Oh mein Gott, ich dachte, du wärst tot.
Ich hätte wissen müssen, dass du es schaffst. Und du kommst wegen mir zurück? Du bist verrückt. Du kommst wegen mir zurück. Wir müssen weg. Sofort. Gut.
nicht gedacht, dass ich da lebend rauskomme. Danke, dass du deinen Hals riskiert hast, Pat. Du wirst nicht glauben, was ich gesehen habe. Eines Nachts wurde das Bergwerk von Leuten angegriffen, die aussahen, als kämen sie direkt aus der Steinzeit. Haben mit Pfeil und Bogen gegen Schrotflinten gekämpft. Von Schüssen ließen sie sich nicht aufhalten. Ich glaube nicht an Zauberei oder Magie, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Diese Leute hatten irgendwas, was ich nicht erklären kann. Wenn du herausfinden kannst, was ihr Geheimnis ist, haben wir vielleicht eine Chance, Zwillinge. Nach all dem muss ich erst mal durchatmen. Die haben dich aber ganz schön zugerichtet. Es geht schon. In ein, zwei Tagen bin ich fit. Hab ich richtig gehört? Du bist Thomas Rush? Und du musst Carminas Mom sein. Sie hat mir viel von dir erzählt. Deine Tochter ist wirklich zäh. Das kannst du laut sagen. Carmina, hol den Alkohol. Okay. Dann schauen wir uns die Wunde an. Vorsichtig. Du musst mein Hüftgelenk einrenken. Nur du bist übrig? Ja. Tut mir leid, kann mir kaum vorstellen, wie du dich fühlst. Verantwortlich. Die Zwillinge können einem jede Hoffnung rauben. Deshalb brauchen wir deine Hilfe. Jetzt werde ich euch nicht mehr viel nützen. Es besteht noch Hoffnung, Rush. Wir bauen das hier auf und befestigen es, wie wir es geplant hatten. So leicht ist das nicht. Wir hatten Spezialisten, Experten. Aber du hast auch klein angefangen. Also genau wie wir. Du hast es schon mal geschafft. Zeig uns wie. Wir werden mehr Leute brauchen. Sie müssen bereit sein zu lernen. Und zwar schnell. Alles klar. Okay, jetzt das Gelenk. Bereit? Ja. Los. Also gut, fangen wir an. Wow, hey, warte. Wie wär's mit Ausruhen? Gute Idee.